Über digitales Satellitenfernsehen kann ich eine Vielzahl von Fernsehprogrammen und natürlich auch Radioprogrammen empfangen, Fernsehen in HD schauen, aber ich brauche dafür einen digitalen SAT-Receiver. Und mit dem Technistar S2, ja, der gibt mir diese Möglichkeiten. Perfekten Fernsehempfang in HD-Qualität, eine Vielfalt, dadurch, dass ich halt zum Beispiel, wenn ich Astra 19,2 Grad Ost nutze, dass ich über 300 Programme frei empfangen kann. Dann gibt es ja auch noch die verschlüsselten Fernsehsender. Dafür hat das Gerät einen CI-Plus-Port und einen Smartcard-Reader, sodass ich dann zum Beispiel auch HD-Plus empfangen kann, sprich die privaten Sender in HD-Qualität, Sky zum Beispiel auch, das geht alles. Wenn ich Fernsehen aufnehmen möchte, dann schafft er das auch, denn er hat eine USB-Schnittstelle, wo ich einen USB-Stick oder eine Festplatte anschließen kann. Und um ihn zu bedienen, natürlich, den Komfort gibt es von Technisat genauso. Zum einen über die komfortable Fernbedienung. Da habe ich halt die wichtigsten Knöpfe auch nochmal farbig hervorgehoben. Für die Aufnahme, für die Steuerung, die farbigen Tasten, die Funktionen dazu werden ja immer angezeigt. Ich habe hier die Möglichkeit, die Programme zu wechseln, Lautstärke einzustellen, bis hin natürlich auch der Wechsel zwischen Radio und Fernsehen. Alles mit dabei. Und auf dem Gerät haben Sie natürlich auch noch zum einen eine digitale Anzeige vorn. Und auf dem Gerät nochmal ein paar Knöpfe, um die Programme zu wechseln, zwischen Fernsehen und Radio umzuschalten und natürlich auch, wenn Sie möchten, das Gerät generell ein- und auszuschalten. So, ich schaue jetzt gerade Servus TV HD. Ich habe eine tolle Bildqualität, eine tolle Tonqualität. Es ist ja digitales Satellitenfernsehen. Wenn ich den das allererste Mal einschalte, dann greifen eine Vielzahl von Mehrwertdiensten von Technisat. Das erste, Auto-Install, der richtet sich von alleine ein. Dann habe ich die Technimatik, das heißt, er ist immer auf dem aktuellen Softwarestand. Und bei den Programmen, da sehen Sie ja hier die Auswahl, private Sender, öffentlich-rechtliche Sender, so viele. Da kann es ja schon mal passieren über die Jahre, dass mal ein Fernsehsender seine Frequenz wechselt. Das heißt, es dann auf einmal bei Kabel 1 in der Bauchbinde, ja, ab dem so und so vielten senden wir auf der und der Frequenz. Normalerweise würde das für mich bedeuten, ich muss den Fernsehsender dann neu suchen. Brauche ich nicht. Easy Pro von Technisat aktualisiert im Hintergrund die Frequenz und der Programmplatz bleibt genauso, wie er jetzt ist. Dann gibt es natürlich auch die Sie-Fern-Info. Das heißt, auf der Fernbedienung selbst habe ich dafür eine separate Taste. Und da kann ich mir jetzt ja, eine Programmzeitschrift direkt aufrufen, die immer aktuell ist. So, und zwar einmal auf die Sie-Fern-Info. Da sehen Sie jetzt erstmal alle Sender, die jetzt aktuell laufen, mit dem dementsprechenden Programm. Ich kann jetzt, das sieht man hier unten ganz schön mit den Zahlen, bis zu 7 Tage voraussehen, was die Sender denn so zeigen werden. Und vor allen Dingen, Sie sehen ja unten links schon in Rot mit Timer direkt schon markiert. Ich habe die Möglichkeiten auch daraus schon mal direkt eine Aufnahme zu programmieren. Das zeige ich Ihnen mal sofort. Gehen wir mal so, hier bei Servus TV bleiben wir. Ich drücke jetzt auf die grüne Taste für das Programm dieses Senders. Gehe dann mal hier heute am Tag etwas weiter und sage, Mensch, ich möchte mir hier diese Entdeckungsreise durch Europa, die möchte ich anschauen. Ich bin dann aber noch unterwegs, kein Problem. Ich drücke jetzt die rote Taste auf der Fernbedienung für den Timer, sage neuer DVR-Timer, übernehmen und voilà, es ist jetzt rot hinterlegt. Diese Aufnahme ist jetzt schon gespeichert. Und die Aufnahme gelingt mir deswegen, weil ich ja hinten den USB-Port habe. Und da kann ich ja einen USB-Stick anschließen oder auch von Technisat die StreamStore 24, eine 500 GB große externe Festplatte. So, und wenn ich jetzt unterwegs bin, der Receiver wird es dann automatisch für mich aufnehmen und nachher schaue ich mir das an. Natürlich kann ich die Sachen dann auch bearbeiten, wenn ich möchte. Das steckt da alles schon komplett mit drin. So, dann gehen wir da mal wieder raus. Die Aufnahme ist ja programmiert. Dann bleiben wir gleich mal beim Thema Aufnahme. Auf der Fernbedienung finde ich dazu noch zwei wichtige Tasten. Zum einen die rote Record-Taste. Da kann ich das Live-Fernsehen, was Sie dann gerade sehen, direkt ja, parallel aufnehmen. Und ich habe hier noch die Taste für Play-Pause. Da kann ich nämlich jetzt direkt Timeshift nutzen. Sie sehen jetzt gerade hier, Servus TV, die Sendung läuft. Jetzt klingelt das Telefon. Was mache ich? Sendung, Telefon. Ich entscheide mich für beides. Ich drücke die gelbe Taste für Play-Pause. Jetzt startet die Aufnahme und das Programm hält an. Ich telefoniere in Ruhe und wenn ich wieder Zeit habe und weiterschauen möchte, gehe ich zum Receiver, drücke nochmal die gelbe Taste und dann wird die Aufnahme da fortgesetzt, ja, wo ich gerade aufgehört hatte. Ist das nicht genial? So werden Sie nichts mehr verpassen. Und ein persönlicher Tipp von mir, Sie können auch gerne mal eine Fernsehsendung starten mit Timeshift. Dann warten Sie noch ein paar Minuten, erledigen noch was. Und wenn die erste Werbepause kommt, die können Sie dann zum Beispiel schon überspielen.
So, dann hier erstmal die Aufnahme beende ich jetzt mit Stopp, sag Speichern. Um jetzt auf diese Aufnahmen zuzugreifen oder vielleicht um vielleicht auch Fotos anzuschauen, Musik zu hören, gibt es auf der Fernbedienung natürlich auch in Blau die Navigationstaste. Und wenn ich die Navigationstaste drücke, dann bekomme ich ein Menü eingeblendet. Da kann ich sagen, ich möchte Fernsehen. Oh, oder ich möchte sagen, ich möchte Radio hören, denn über Satellit kann ich natürlich auch eine Vielzahl von Radiosendern empfangen. Das ist möglich. Wenn ich dann weiterschaue, sehe ich dann, ich kann auf meine Filme zugreifen, auf Musik, auf Bilder. Gucken wir mal nach den Filmen. Und da ist es, Kanadas Rauer Osten. Das ist genau das, was wir gerade gemeinsam für ein paar Sekunden aufgenommen haben. Das wird mir aufgelistet und ich kann jetzt einfach das Ganze nochmal anschauen. Genauso passiert das Ganze auch mit Ihren Fotos, mit Ihren Videos, mit ihren Musikstücken, dass sie die direkt aufrufen. Der Technistar S2, den kann ich ja per HDMI an den Fernseher anschließen. Der bietet aber noch einige weitere Anschlussmöglichkeiten. Und was ich noch gar nicht erwähnt habe, Sie haben es vielleicht schon gesehen, den gibt es in Schwarz oder auch in Silber. Im Lieferumfang ist die Anleitung auf CD oder auch in Printform mit dabei. Die Batterien für die Fernbedienung sind dabei und auch das HDMI-Kabel, damit Sie sofort diese hohe Bildqualität genießen können. Den nehme ich jetzt mal und zeige Ihnen nochmal die anderen Anschlüsse. Wir haben auf der einen Seite hier den CI-Plus-Port und den Smart Card Reader, wenn es um verschlüsselte Fernsehprogramme geht. Dann haben wir auf der Rückseite einmal SCART als Ausgang, falls Sie noch einen Fernseher haben, der einen SCART-Eingang benötigt, also analog. Dann ist das natürlich Ihr Anschluss. Dann haben wir noch Ausgänge für die Stereoanlage, hier in Weiß und in Rot, in Stereo. Oder aber auch digital in Gelb als SPDIF für eine Heimkinoanlage. Denn Sie empfangen ja alles digital. Sie haben ein hochauflösendes Bild und wenn Sie dann noch eine tolle Surround-Anlage haben, können Sie den Ton in digitaler Qualität direkt weitergeben. Daneben ist dann halt der HDMI-Ausgang zum Fernseher und Sie haben auch einen LAN-Anschluss, eine Netzwerkschnittstelle. Wenn Sie zu Hause noch einen Computer haben oder ein Notebook, was auch mit dem Internet verbunden ist, schließen Sie dann einfach den Receiver mit in Ihr Heimnetzwerk an und Sie können dann vom Receiver aus auf die Daten Ihres Notebooks oder Ihres PCs zugreifen, als Beispiel. Dann haben wir daneben natürlich auch die USB-Schnittstelle für den USB-Stick oder die externe Festplatte zum Aufnehmen, zum Wiedergeben. Dann kann man hier noch einen externen Infrarotempfänger anschließen, falls Sie das Gerät auch mal im Schrank aufstellen wollen und durch die Schrankwand halt einfach nicht bedienen können. Dafür gibt es eine externe Infrarotschnittstelle. Und zu guter Letzt, ganz wichtig hier, der Eingang für das digitale Satellitenfernsehen. Ein Ladegerät, also sprich Netzteil, ist natürlich auch mit dabei. Das kommt dann ganz am Ende hinein. Das ist alles. Der Receiver übrigens ist doppelt ausgezeichnet. Er ist Energiesparer, das ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn er so im Standby ist und erwartet darauf, dass Sie wieder Fernsehen wollen, dann hat er einen ganz geringen Standby-Verbrauch. Und was mir persönlich ganz wichtig war, der hat ein Gut bekommen von der Stiftung Warentest. Und das ist einfach die Technisat-Qualität. Das ist Made in Germany mit einer bis zu 3-jährigen Garantie auf diesem Produkt. Also da kommt einiges zusammen. Sie merken, eine tolle Ausstattung, Aufnahmemöglichkeiten, Sound kann ich digital rausgeben, ein kompaktes, schickes Modell. Das alles ist unser Technistar S2.